Ja, ein historischer Tag heute in Berlin. Nach der Pannenwahl im September 21 wählten die Hauptstädter zum zweiten Mal innerhalb von anderthalb Jahren. Die CDU klare Wahlgewinnerin. Ob sie aber den Regierungsauftrag erhält, das ist noch ungewiss. Zwar hat die SPD, also die Partei der regierenden Bürgermeisterin Giffey, klar verloren, aber sie könnte das Bündnis mit den Grünen und Linken fortsetzen. Gehen wir live ins ZDF-Wahlstudio nach Berlin zu Matthias Vornhoff. Guten Abend, Matthias. Wie sieht denn die allerneueste Hochrechnung aus? Genau das schauen wir uns jetzt an. Hochrechnung 19 Uhr. Demnach kommt die SPD hier in Berlin auf 18% und hat Verluste. Die CDU kommt auf 28% und gewinnt 10 Punkte dazu im Vergleich zu 2021, zu der annullierten Wahl. Die Grünen 18,2 mit leichten Verlusten. Die Linke 12,7, ebenfalls Verluste. Die AfD 9,4 gewinnt etwas dazu. Und die FDP liegt bei 5%, wo nicht klar ist, ob sie es schafft ins Abgeordnetenhaus oder nicht. Und jetzt gucken wir mal auf die Koalitionsmöglichkeiten. Wer kann da mit wem regieren? Und da sehen wir bei 66 hier diese senkrechte Linie. Das ist das Minimum an Sitzen, das man braucht für die Mehrheit. SPD, Grüne und Linke haben das deutlich, egal ob Grüne oder SPD, zweitstärkste Kraft werden. CDU und SPD kommen genau auf diese 66, die es bräuchte. Und CDU und Grüne ganz genauso. Ein letzter Blick kurz auf die Wahlbeteiligung. Da sehen wir ganz rechts, 65% sind es heute, 75,4 waren es vor anderthalb Jahren, da war parallel Bundestagswahl, und 2016 66,9, also heute noch mal ein bisschen schwächer. Matthias, das sind wirklich sehr interessante Zahlen. Wen wünschen sich die Berlinerinnen und Berliner denn am liebsten im Roten Rathaus? Ja, das ist eine gute Frage, das haben wir auch gefragt. Das Ergebnis ist zwiespältig, das sehen wir hier. Der Senat aus SPD, Grünen und Linke macht seine Arbeit gut, sagen 34%, schlecht, sagen 57%, sehr schlechtes Zeugnis. Wenn man dann aber fragt, die CDU an der Regierung würde es besser machen, sagen das auch nur 29%, und 40% sagen kein Unterschied. Also große Skepsis gegenüber allen Konstellationen, was nichts daran ändert, dass die CDU diese Wahl gewonnen hat heute Abend. Dann vielen Dank, Matthias Vornhoff. Ja, es wird also mit Sicherheit noch ein langer Abend, an dem diese Zahlen noch intensiv diskutiert und interpretiert werden dürften. Und so auch jetzt mit Bettina Schausten und den wichtigsten Spitzenkandidatinnen und Kandidaten. Und wir sagen guten Abend, Bettina, ins Wahlstudio. Ja, so ist es, Mitri. Hallo aus Berlin. Und wir beginnen traditionell mit dem Amtsinhaber, in diesem Fall mit der regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey. Ein bitterer Abend, das haben Sie uns schon gesagt. In der Hochrechnung 19 Uhr liegen Sie jetzt tatsächlich auch auf Rang 3, knapp hinter den Grünen. Können Sie daraus einen Regierungsanspruch noch ableiten? Also zunächst einmal ist es ganz klar, es ist ein bitterer Abend für die SPD. Wir haben hier eine Situation, in der die Berliner und Berliner ganz klar gezeigt haben, dass sie sich Dinge anders wünschen. Und es wird jetzt darauf ankommen, wie der Abend sich noch entwickelt. Wir müssen abwarten. Natürlich sind wir angetreten, um eine Regierung anzuführen. Dafür müsste es, um ein anderes Bündnis einzugehen, mindestens Platz 2 werden. Und das müssen wir abwarten, ob das gelingt. Sie legen sich da noch nicht fest. Der Wahlsieger des heutigen Abends ist Kai Wegner von der CDU. Erstmal seit 1999 geht die CDU hier wieder als stärkste Kraft aus der Wahl hervor. Aber was ist dieser Sieg nun wert? Wie werden Sie versuchen, SPD und Grüne zum Mitregieren zu bewegen? Ich glaube, das Wahlergebnis zeigt eindeutig, dass die Berlinerinnen und Berliner den Wechsel wollten, dass die Berlinerinnen und Berliner den Wechsel auch gewählt haben und die CDU jetzt einen klaren Auftrag zur Bildung einer Regierung hat. Und wir sollten jetzt dieses Wahlergebnis auch mit Respekt zur Kenntnis nehmen und in Gespräche eintreten. Und ich werde sowohl SPD als auch Grüne zu Gesprächen einladen. Und dann schauen wir mal. Im Moment sieht es tatsächlich so aus, dass es auch für ein Zweierbündnis reichen könnte. Bettina Jarasch ist die Spitzenkandidatin der Grünen und wird entscheiden müssen, ob sie am Ende auch Gespräche führt zur Bildung einer zum Beispiel schwarz-grünen Regierung. Sind Sie bereit? Zunächst mal möchte ich der CDU zu diesem Wahlergebnis gratulieren. Und dann muss ich einmal kurz sagen, ich freue mich sehr über unser Ergebnis, denn es war ein harter Wahlkampf. Es war auch ein hart geführter Wahlkampf. Und wir sind mit einer klaren Veränderungsbotschaft angetreten in einer Zeit von vielen Krisen, wo viele Menschen auch Angst vor Veränderungen haben. Deswegen freut es mich sehr, dass wir so viele Menschen von uns überzeugen konnten. Wie der Abend tatsächlich ausgeht, werden wir sehen. Wir werden natürlich
Gesprächseinladungen annehmen und mit demokratischen Parteien reden sowieso. Wir haben aber auch von Anfang an und zwar sehr klar gesagt, dass wir eine Präferenz haben. Wir würden gerne die Koalition mit der SPD und den Linken fortführen, am liebsten unter grüner Führung. Ob das möglich ist, wird der Abend jetzt erst noch zeigen. Aber das war immer unsere Präferenz. Wir denken, dass wir insgesamt gut zusammengearbeitet haben und zu dieser Stadt passen. Das war die Präferenz und bleibt es zunächst. Ja, Berlin, wir sehen, es muss Antworten finden. Roman Leskova und Markus Groß schauen jetzt noch mal auf Stimmungen und weitere Stimmen an diesem Wahlabend. Großer Jubel bei der Berliner Linken, als die ersten Prognosezahlen kommen. Trotz möglicher Verluste ein Ergebnis, mit dem auch der Spitzenkandidat zufrieden ist. Also wenn es das Ergebnis ist, dann fällt mir ein Stein vom Herzen. Weil wir sind ja nicht erfolgsverwöhnt als Linke in den vergangenen Monaten gewesen. Und wir haben hier in Berlin in einem Dreierrennen zwischen CDU, SPD und Grünen ums Rote Rathaus auch nicht ganz einfach gehabt, auch in dieser Materialschlacht durchzudringen. Applaus auch bei der AfD. Die Rechtspopulisten gewinnen bei der Wiederholungswahl wohl dazu, obwohl das Ziel, ein zweistelliges Ergebnis nach den ersten Zahlen womöglich, nicht ganz erreicht wird. Wir haben ein großartiges Wahlergebnis für Berliner Verhältnisse eingefahren. Wir haben unsere Wähler mobilisieren können, wir haben uns verbessert. Das ist das Entscheidende und darauf bin ich auch sehr stolz. Bei der FDP die Gesichter angespannt. Es könnte eng werden heute Abend. Unklar derzeit, ob die Liberalen die 5%-Hürde nehmen werden. Das ist jetzt ein langer Abend. Natürlich ist man als Wahlkämpfer an so einem Abend dann auch schon mal erleichterter, wenn es stabiler ist. Die Prognose ist im Augenblick bei 5. Insoweit heißt es jetzt in den nächsten Stunden noch abwarten. Die Wahlwiederholung stand nach den Pannen besonders im Fokus. Der Europarat schickte Beobachter. Nach einer ersten Einschätzung des Landeswahlleiters gab es bislang keine größeren Probleme. Allerdings könnte die Wahlbeteiligung niedriger sein als beim letzten Mal. Ein zweiter Urnengang binnen anderthalb Jahren. Die Reaktionen der Stimmberechtigten unterschiedlich. Natürlich ist es ärgerlich, ist ja keine Frage. Wo zweimal losrennen muss. Das ist natürlich was, was viel Kosten verursacht und auch einige Energie. Ich finde, Wählen ist halt irgendwie auch Bürgerpflicht. Und in dem Fall muss man die Pflicht halt ein zweites Mal erledigen. Ihr haben die meisten Berlinerinnen und Berliner ihre Stimme gegeben. Bei der CDU dürfte heute Abend besonders ausgelassen gefeiert werden. Ja, so ist es natürlich hier zurück im Wahlstudio. Der klare Wahlgewinner ist Kai Wegner von der CDU, aber er hat eben noch keine Regierungsmehrheit zusammen, die auf der linken Seite durchaus vorhanden ist. Jetzt hört man aus Ihrer Partei, Herr Wegner, da drohe Wahlklau. Schließen Sie sich solchen Befürchtungen, solchen Vorwürfen an? Das war gar nicht aus unserer Partei, sondern das wurde auch in den Medien gespielt. Aber wissen Sie, für mich ist das alles Entscheidende, dass der Wahlkampf jetzt mal vorbei ist. Und jetzt gibt es eine Verantwortung. Wir haben ein Wahlergebnis und es geht darum, eine stabile Regierung für diese Stadt aufzustellen, die die Probleme dieser Stadt anpackt. Und da geht es mir tatsächlich um eine stabile Regierung, um eine Regierung, die wirklich zusammenarbeitet im Interesse der Berlinerinnen und Berliner. Und dafür führen wir jetzt diese Gespräche. Die Stadt ist gespalten und das müssen wir jetzt endlich mal aufheben und diese Stadt wieder zusammenführen. Letzte Frage, Frau Giffey, Juniorpartner in einer großen Koalition. Ist das für Sie denkbar? Persönlich? Also ich habe von Anfang an gesagt, wir machen als SPD keinen Koalitionswahlkampf, sondern wir warten das Wahlergebnis ab. Wir haben jetzt ein Wahlergebnis und es gehört dazu, dass wir Gespräche führen. Aber ich sage es auch an dieser Stelle, wenn es die Möglichkeit gibt für ein Bündnis unter Führung der SPD, dann wird das unsere Präferenz sein. Und alles Weitere müssen wir abwarten. Das hängt jetzt von den Ergebnissen des Abends ab und auch davon, wie wir in weitere Gespräche dann auch gehen. Selbstverständlich stehen wir für Gespräche zur Verfügung. Soweit der Stand am heutigen Abend. Ein spannender Wahlabend und damit jetzt von Berlin zunächst mal wieder zurück in die Heute-Sendung nach Mainz. Mitri. Danke, Bettina, ins Berliner Wahlstudio. Also ein besonderer Urnengang in Berlin ist da heute zu Ende gegangen, nötig geworden. Sie wissen, es war ja diese Wiederholungswahl, weil im September 21 Stimmenzettel fehlten, Wahllokale vorübergehend geschlossen waren und in vielen Fällen auch noch nach 18 Uhr gewählt wurde. Heute sollte vieles besser laufen. Wir gehen dazu zu Stefan Merseburger nach Berlin. Stefan, sicher wurde heute ganz genau hingeschaut. Wie lief es denn in den über 2000 Wahllokalen?
Du hast recht, Mitri, es wurde ganz genau hingeschaut. Wir haben auch hingeschaut, ganz genau. Unsere Teams haben nichts weiter bemerkt. Der Landeswahlleiter Stefan Brüchler ist sehr zufrieden. Es hat, wenn überhaupt, dann nur kleinere Pannen gegeben. Also all das Geld, was in die Hand genommen wurde für mehr Kabinen, mehr Urnen, mehr Wahlhelfer, das hat sich ausgezeichnet. Die Wahlhelfer haben ein sogenanntes Erfrischungsgeld bekommen. Das kriegen sie für ihren Einsatz hier. Früher waren das 60, heute 240 Euro. Also Berlin macht keine schlechten Schlagzeilen. Und auch die internationalen Beobachter vom Europarat, die sind zufrieden. Abschließende Ergebnisse gibt es morgen um 11 Uhr dazu, wie die Wahl verlaufen ist. Aber ich glaube, man kann schon heute sagen, Berlin kann Wahlen, kann Wiederwahlen. Und damit steht im Zentrum zum Glück das Ergebnis und mögliche Regierungsbildungen und nicht ein schreckliches Chaos. Danke nach Berlin, Stefan Merseburger. Ja, und je nachdem, wie es für die Parteien ausgeht bzw. ausgegangen ist, kann so eine Landeswahl immer auch Rückenwind oder das Gegenteil für die Bundesparteien produzieren. Wir haben die wichtigsten Stimmen und Reaktionen zusammengefasst. Dieses Wahlergebnis zeigt doch, dass die Berliner einen Wechsel wollen. Also entweder interpretiere ich die Zahlen falsch, aber das, was ich den ganzen Abend höre, man will einen Wechsel, man will kein Weiter-so. Da empfehle ich alle demokratischen Parteien, dieses wahrzunehmen und anzunehmen und miteinander zu reden. Und den Regierungsauftrag hat die CDU, das ist offenkundig. Was das Ergebnis jetzt schon zeigt, ist, dass eine Regierungskoalition unter Franziska Giffey und der SPD mit Beteiligung der SPD möglich ist. Eine Koalition, die für den Zusammenhalt in einer weltoffenen Stadt steht, die in Lösungen denkt statt in Problemen, die Berlin als Weltstadt präsentiert und voranbringt. Wir freuen uns, dass wir ein starkes Ergebnis haben. Es sieht so aus, als könnten wir das bisher Beste von der letzten Wahl vielleicht stabilisieren. Und wir sehen das als Auftrag, was bezahlbares Wohnen, was Klimaschutz in Berlin angeht. Und werden in diese Richtung natürlich in den nächsten Tagen Gespräche mit den demokratischen Parteien führen. Das Ergebnis zeigt, die Linke wird gebraucht, die linken Themen sind da. Es geht um bezahlbaren Wohnraum, um soziale Gerechtigkeit, um Klimaschutz. Und deshalb können wir heute Abend feiern und sagen, das ist ein richtig gutes Ergebnis für die Linke in einer doch recht schwierigen Zeit. Wir haben jetzt bei dieser Wahl, die natürlich auch einen kurzen, intensiven Wahlkampf beinhaltet hat, mit Christine Brinker als Spitzenkandidatin zugelegt. Das ist erstmal sehr positiv. Warten wir mal den weiteren Abend ab. Insgesamt muss man sagen, dass wir natürlich mit unserer Politik hier in Berlin auch schwierige Verhältnisse haben. Hier ist das Brennglas der Republik und wir werden hier natürlich konstruktive Oppositionsarbeit machen. Berlin ist ja, das kann man ja mit Händen greifen, wirklich eine Wechselstimmung da gewesen. Die Verkehrspolitik, wenn Sie daran denken, oder die Tatsache, dass die Verwaltung nicht funktioniert und für der Senat schon verantwortlich ist, dieser rot-rot-grüne Senat. Deswegen sind wir gespannt, ob der Wechsel am Ende gelingt. Und dafür braucht es natürlich auch eine FDP im Abgeordnetenhaus. Insofern bin ich optimistisch. Ja, interessante Ausgangslage. Die immer aktuellste Hochrechnung, die können Sie jederzeit online sehen in unserer ZDF-Heute-App. Und nach dieser Sendung alle weiteren Entwicklungen dann auch in Berlin im ZDF-Wahlstudio.